Hallihallo und hier ist wieder euer Chronostar, heute mit einem ganz besonderen Video. Wie ihr sehen könnt, ist heute ja die Titanic Honor and Glory Demo erschienen. Das heißt, wir bekommen hier exklusive erste Einblicke in das Spiel. Und ja, es hat noch so ein paar Ungereimtheiten, wie zum Beispiel sehr laute Musik hier im Menü. Ich traue mich auch gar nicht, was zu verstellen, weil die Entwickler da schon gesagt haben, da könntet ihr eventuell was kaputt machen oder da läuft was dann nicht richtig und deswegen werden wir gleich mal direkt reingehen. Einfach mal direkt rein auf gut Glück. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um, was es da so gibt. Ihr seht schon, wir kommen hier gleich mal in der Nähe des Reception Rooms, also des Empfangsraums, raus, auf dem D-Deck. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen rumführen, ne? Dass wir uns das alles mal schön angucken. Ja, ihr seht schon auf jeden Fall sehr schön hier mit der Unreal Engine. Sehr schöner Schimmer vom Boden auch, also sieht alles sehr echt aus. Wir sind noch gerade auf hoher See. Die See ist relativ ruhig. So, wir können auch nicht überall hin, also es wird jetzt relativ kurz sein, dieses Video. Ich will auch gleich mal die Tür benutzen. Na, wenn man schon mal so eine automatische Tür hier hat. Man kriegt auch überall, wie ihr sehen könnt, über Informationsfelder so ja, eine Information zu der Location, wo man sich gerade befindet, oder zu Räumen, die man dann da sieht und die nicht aufgehen. Ja, sieht schon, hier wird sehr viel Wert aufs Detail gelegt. Da hinten wird es jetzt zu den Erste-Klasse-Kabinen auf dem D-Deck gehen. Und ja, erinnert alles ein bisschen auch an meine Titanic, die ich gebaut habe, mit meinem Resource-Pack, ne? Habe ich auch teilweise diese Bilder hier mit verwendet, klar, also man orientiert sich immer so ein bisschen aneinander. Ja, und ich denke, es ist klar, die Entwickler brauchen noch ein bisschen Geld hier. Das ist ja auch überall mal ein bisschen mit angerissen, ne? Und das ist quasi hier auch so eine Demo, um sozusagen Spenden zu erbitten, damit die Entwicklung fortfahren kann. Also jeder, der sich dafür interessiert, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht was in die Videobeschreibung irgendwann posten kann, wenn ich die Seite gefunden habe, wo man das findet, diese Information. Ja, das war der Elektrokasten. Jo, ja, wie gesagt, Spenden auf jeden Fall brauchen die. Ich werde mir auch was überlegen, ob ich da Titanic, Honor and Glory und das Team nicht entsprechend unterstützen kann. Aber da muss ich mal gucken, was im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Wir haben Musik im Hintergrund. Was steht da? Passengers are requested not to smoke in this room until after lunch. Luncheon. So, ihr seht schon, wir kommen in den Dining Saloon nicht rein, aber wir können da zumindest reingucken. Ja, ich kann auch rennen übrigens, aber ich will es jetzt ein bisschen genießen. Sehr schöne Fenster hier, also ihr seht schon, sehr viel Wert wird hier gelegt aufs Detail. Da haben wir sogar mal was. Was haben wir denn hier? Ah ja, hier ist wahrscheinlich dieses Easter Egg, das ist dieses, da ist ein Entwickler drauf auf dem Bild. Eins dieser Fenster wurde auch mal geöffnet. Wir haben jetzt also diese Doppelbullaugen, die man von außen an der Titanic so sieht. Ja, sehr schöne Flügel. Ein Flügelflügel. Ihr seht schon, also wir kommen hier immer zu Informationen, um was es sich genau für Modelle handelt und ja, was dargestellt ist. Wir werden also ganz genau aufgeklärt. Auch zu dem Thema Gemälde hier, was das ist. Ich hoffe mal, das wird jetzt im Spiel vielleicht ausschaltbar sein. Also im richtigen Spiel, weil das dann doch irgendwann mal ein bisschen so die Originalität nimmt. Ja, geht's leider nicht rein für uns. Also ihr seht schon, sehr schön hier. Muss man auf jeden Fall mal unterstützen. Wenn man sich schon hinsetzt als Entwickler, wie die es ja tun, und sich da so viel Mühe geben. Ihr seht auch hier ganz klar dieses hübsche Treppenhaus. Diesen Kronleuchter, den ich in Minecraft immer nicht hinkriege. Und wer jetzt glaubt, dass wir uns hier im Treppenhaus vergnügen können, der irrt sich. Hier ist die Demo nämlich zu Ende, aber nur nach oben hin, also nicht abschalten, ja. Ihr seht auch schon da hinten, das Zahlmeisterbüro ist noch nicht ganz eingerichtet, die Gänge sind wahrscheinlich noch leer, also das ist alles noch hier Work in Progress, deshalb ist das wahrscheinlich auch hier zu. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? Da oben geht's dann rauf. Mal gucken, ob wir vielleicht die Glaskuppel ein bisschen mit reinkriegen. Ja, so ein bisschen. Beziehungsweise ich gehe jetzt einfach mal runter aufs E-Deck.
Und dann gucken wir da mal hoch den Schacht. Jawohl, da oben seht ihr die Glaskuppel des erste Klasse Treppenhauses. Jo, ne? Kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber interessant, wie so eine Treppe von unten aussieht. Ja, sieht man auch nicht so häufig. Wir werden uns zunächst dann hier auf diesen Weg begeben. Hier sind auch die Kabinen beschriftet mit den Leuten, die da drin waren. Die Kabine von Molly Brown zum Beispiel, die ist hier. Margaret Brown. Und hier ist wieder ein hübsches Bullauge. Jo, und dann haben wir hier die Aufzüge, Fahrstühle auf dem E-Deck. Also alles sehr detailreich, auch mit der Unreal Engine 4, sehr schön. Was haben wir hier? Watertight Door Deck Plate, was auch immer das ist. Ich bin jetzt kein Techniker, also sowas werde ich auch in Minecraft nicht darstellen, weil das einfach dann zu grob wäre, das ist zu klein, um es in Minecraft darzustellen. Deswegen, jo. Sind wir froh, dass es hier da ist. Mal gucken. Emergency Door geht für uns trotzdem auf. Willkommen auf der Scotland Road. Ihr seht schon, zumindest ihr hört schon, hier sind Maschinengeräusche mit am Werk. Und ja, da hinten ist es auch noch nicht so fertig, aber ab und zu haben wir auch mal ein bisschen Dampf, was auch auf einem Dampfschiff sicherlich gut ist. Na, also das ist eine richtig nette Atmosphäre hier unten, so wie es halt auch in Wirklichkeit war. Ja, und ihr hört es jetzt schon, na, die Maschinen werden ein bisschen lauter. Da kommt man zum Boiler Room 4. Ich habe hier so den Eindruck, dass das diese Notausstiege für die Heizer sind. Bei mir sind das ganz normale Türen, na gut, wie will ich das auch anders darstellen. So, wir sind hier übrigens auch gerade im dritte Klasse Bereich gleichzeitig, denn wir gehen hier jetzt nämlich gleich mal in den dritte Klasse Speisesaal nach unten. Ja, und ihr seht schon, auch sehr nett hier. Es werden auch überall hier Bilder präsentiert von Reedereien und Schiffen von Reedereien. Ich meine, Olympic-Klasse kennen wir, hier haben wir die Dominion Line. Also das ist noch wirklich, so waren die damals rumgehangen. Bisschen Werbung noch für die Konkurrenz, aber gut. Ja, es erklärt sich hier, denke ich, alles von selber. Es werden Äpfel gedeckt und ich glaube Brötchen oder was das ist. Dritte Klasse. Ich krieg Hunger drauf. Red Star Line haben wir hier. Mensch. Ja. Über die Stühle kommt man irgendwie noch drüber, aber durch Säulen wieder nicht. Also das ist so ein bisschen, ja. Ist ja nur eine Demo, ne? Man arbeitet ja dran. Aber insgesamt schon mal großes Lob an die Entwickler. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was ich da tun kann. Ich bin schon am Überlegen, mal eine Spendenaktion oder Spendenaufruf zu starten. Und ja, ich werde natürlich jetzt aber auch nicht die Welt zusammenkriegen. Also wir brauchen wirklich immens viel Geld, deshalb hoffentlich finden sich dafür auch Sponsoren, dass diese Arbeit weitergehen kann. So, wir gehen mal durch dieses Informationsschild durch. Da haben wir nochmal Titanic und Olympic. Ja. Alles übergroß dargestellt, ne? Also die Gemälde halt, die Schiffe sehr kolossal darstellen sollten. Also, ja. Es sieht alles sehr echt aus. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Hier haben wir auch mal so eine Anrichte. Hier Schiffsbilder. Insgesamt, ja, ihr seht schon, also was ist hier so gedeckt? Tischkarten sind hier drauf, Salz und Pfeffer haben wir hier, Äpfel, Gläser, also auch Milch, na, alles Mögliche, was man sich halt auch im Hotel so vorstellen kann. Die hatten es eigentlich hier nicht schlecht, die dritte Klasse Passagiere, dafür, dass die von der Gesellschaft damals so geächtet wurden und ja, extra Bestimmungen oder Einreisebestimmungen galten in Amerika. Weil man die ja für so dreckig und für so infektiös hielt. Dafür haben die es ja eigentlich echt gut. Also das ist auf anderen Weizen ja nicht so schön. Ich meine, guck dich mal diese Tischbeine an. Die leuchten und das ist auch so Messing oder Gold oder was das ist. Das ist Goldoptik auf die Stühle. Also das ist alles sehr schön hier. Ja. Obwohl das dritte Klasse ist. So, ja, mal ein Feuerwehrschlauch. Ja. Ja. Was haben wir hier? Also mit den Geräuschen auch sehr gut, ne? Sehr lebensecht dargestellt. Einwandfrei. Gut. Wir sind auch schon fast wieder am Ende. Ich muss mal gucken, ob ich die Tür zurückfinde. Hier geht's durch. Wir gehen jetzt nochmal aufs F-Deck runter. Ich meine, wer meine Schiffe sich runtergeladen hat und sich da ein bisschen auf der Titanic auskennt, den wird diese Logistik hier nicht überraschen. Man kann hier den Gang jetzt entlang gehen. Ihr seht schon alles sehr enge Gänge hier, wie es eben so üblich war.
Hier ist auch keine Beschriftung, was drin war. Hier waren eigentlich elektrische Bäder. So, hier würde es dann zum Swimmingpool gehen. Ist in der Demo nicht verfügbar. Was verfügbar ist, ist das türkische Bad. Sehr schön, nicht wahr? Dann guckt euch das mal an. Hier kann man so durchlaufen. Also alles sehr schön dargestellt. Unreal Engine 4 war meines Erachtens eine sehr gute Entscheidung. Die CryEngine hat, glaube ich, manches noch nicht so gut dargestellt. Und hier, please donate to our campaign. Also, jeder, der spenden möchte, ich gucke mal, ob ich Informationen eventuell in die Videobeschreibung bringen kann. Wenn nicht, benutzt Google, das ist leicht zu finden. Einfach mal bei denen auf die Website gehen. 4Funnel Entertainment heißt die Firma, also 4 Schornstein Entertainment auf Deutsch übersetzt. 4Funnel Entertainment und dann einfach mal gucken, ob die irgendwo, da müsst ihr irgendwo auf Spendenmöglichkeiten verwiesen haben. Also einfach mal, ja, jeder Cent hilft sozusagen, ne? Ich muss auch mal gucken, was in meinem Rahmen da möglich ist. Und ja. Mensch. Türkische Bäder hier. Diese Informationsschilder nerven noch so ein bisschen, aber gut. Alles sehr echt, also kann man gar nichts sagen. Was auch sehr schön ist, ich weiß nicht, was das hier für eine Maschine ist, aber hier ist Wasser drin. Also Wasser, das geht auch schon gut. Sieht auch gut aus. So. Willkommen zurück im Erste-Klasse-Treppenhaus. Wir gehen wieder durch die Tür. Ich könnte auch durch den offenen Durchgang gehen, aber ganz ehrlich, wenn die automatisch schon aufgeht, warum soll ich die nicht nehmen? Ja, was mit dem elektrischen Kasten? Das ist mit dem Sicherungskasten zumindest. Das geht offensichtlich nur einmal. Reicht aber auch. Das Schiff ist ja neu eigentlich. Darf eigentlich nichts passieren. Ja. Gut. Viel mehr gibt es momentan nicht zu zeigen. Ich denke, es ist ein guter Eindruck entstanden, was da gerade in Arbeit ist. Und ja. Hoffe auf jeden Fall, dass die Arbeit gut weitergehen kann. Und dass die Spenden auch alle zusammenkommen. In diesem Sinne kann ich mich von euch also auch mal direkt wieder verabschieden und ja, bis dahin, Leute.